Am Wort ist Nikolaus Prinz, ebenfalls ÖVP. Die bei manchen auf Widerstand stoßen und gleichzeitig ein hohes Verantwortungsbewusstsein erfordern. Und er braucht dieses Verantwortungsbewusstsein auch, um die Sicherheit Österreichs entsprechend umfassend zu gewährleisten. Und mit Wolfgang Sobotka haben wir einen neuen Innenminister, der diese Voraussetzungen und diese Qualifikation auf jeden Fall mitbringt. Meine Damen und Herren, in der österreichischen Bevölkerung, trotz der hohen Lebensqualität, die wir haben, steigt eigentlich das Unsicherheitsempfinden. Und genau hier gilt es anzusetzen. Wir müssen die Ängste der Menschen ernst nehmen und darauf reagieren. Wir müssen mit Maßnahmen entsprechend dagegen wirken, sei es beim Grenzschutz auf der einen Seite oder bei der Kriminalitätsbekämpfung auf der anderen Seite. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit, dass Stabilität und auch die öffentliche Ordnung durch gezielte Kontrolle gewährleistet ist. Das ist unser gemeinsamer Auftrag, und bei diesem werden wir Wolfgang Sobotka gerne unterstützen. Wir müssen die Sorgen der Menschen betreffend Überfremdung durch zum Beispiel die Flüchtlingskrise auf der einen Seite, aber auch die Frage, ob wir das finanzieren können, auf der anderen Seite durchaus ernst nehmen. Hier gilt es, mit Hausverstand, mit Anstand und mit Zusammenhalt zu reagieren. Es hilft uns nicht, wenn wir sozusagen anstatt zu handeln, versuchen, Öl ins Feuer zu gießen. Das bringt nichts. Wir müssen aber schon bedenken, dass es einerseits Arbeit nach innen braucht, beispielsweise den Grenzschutz, und andererseits Arbeit nach außen, zum Beispiel Stichwort europäische Lösung. Aber es geht nicht nur um eine europäische Lösung. Und ich möchte schon klar sagen, es kann keine Rosinentheorie bei den Flüchtlingen geben. Wenn ich in Europa Asyl will, dann kann ich mir nicht aussuchen, wo. Und es muss unabhängig sein, ob das Schweden ist, Österreich, die Slowakei oder Polen. Und es ist in Wirklichkeit ein weltweites Thema. Die UNO ist gefordert, und es ist auch die Frage berechtigt, was leisten die arabischen Staaten, die in der Region eigentlich zu Hause sind. Und meine Damen und Herren, mit dem neuen Innenminister haben wir eine Persönlichkeit, die einerseits politische Erfahrung hat, und ich glaube, eine ganz wesentliche Voraussetzung ist seine Erfahrung in der kommunalen Tätigkeit. Und es sei mir durchaus die Bemerkung erlaubt, vielen in diesem Hause würde es wahrscheinlich gut tun, wenn sie Erfahrung in der Kommunalpolitik hätten. Denn wer in der Kommunalpolitik Erfahrung gesammelt hat oder hier zu Hause ist, weiß, was die Mehrheit der Menschen denkt, wie das Realitätsempfinden der Menschen ist, welche Sorgen und Ängste sie haben, auch welche Befindlichkeiten. Und darauf müssen wir reagieren. Und persönlich kenne ich Wolfgang Sobotka eigentlich schon sehr lange. Und ich weiß, dass er wirklich Handschlagqualität hat und dass die Zusammenarbeit für ihn im Vordergrund steht. Allein wenn ich an das Projekt Machland, Hochwasserschutz Machland Nord denke, die Gemeinden Mauthausen bis St. Nikola, die Zusammenarbeit Oberösterreich, Niederösterreich, wo wirklich menschliche Qualität, Handschlagqualität zu sehen war, und genau das brauchen wir. Und wenn es um Sicherheit geht, brauchen wir auch einen Innenminister, der gezielt Maßnahmen zur inneren Sicherheit setzt und dafür sorgt, dass dabei auch natürlich die Menschenrechte eingehalten werden. Mit der Sicherheitspolitik in den letzten Jahren sind wir immer den richtigen Mittelweg gegangen. Und nicht zuletzt dank des unermüdlichen Einsatzes unserer ehemaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner gehört Österreich nach wie vor zu den sichersten Ländern der Welt. Und ich glaube, und ich bin mir sicher, dass Wolfgang Sobotka diesen Weg der Stabilität, des Augenmaßes und des Hausverstandes auch fortsetzen wird. Denn wir brauchen weder Übertreibungen auf der einen Seite noch Träumereien auf der anderen Seite. Wir brauchen im Innenministerium konsequente Arbeit im Sinne der österreichischen Bevölkerung. Lieber Herr Innenminister Sobotka, ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Unsere Unterstützung hast du.